Eine geheimnisvolle Insel im südlichen chinesischen Meer. Eine Festung ohne Mauern. Bewacht von einer unbesiegbaren Armee, die keine Waffen braucht. Han, Herr und Beherrscher dieser Insel, die ihren Gästen exklusive Vergnügungen bietet. Ich habe das Gefühl, wir sollen gemästet werden vor dem Sterben. Warner Columbia präsentiert Der Mann mit der Todeskralle. Ein außergewöhnlicher Film über ein abenteuerliches Geschehen und eine alles vernichtende Kampftechnik. In der Hauptrolle der Champion des schwarzen Gürtels, Bruce Lee. Ein Film wie ein tödlicher Karateschlag. Der Mann mit der Todeskralle. John Saxon als Roper. Im Kampf gegen eine gefährliche Übermacht. Ich habe für Sie einen würdigen und ebenbürtigen Gegner ausgewählt. Es gibt Grenzen, über die ich niemals hinausgehen werde. Hier treffen tödliche Fäuste aufeinander. In seiner ersten Filmrolle US-Karate-Champion Jim Kelly als Williams. Ein Junge von der Straße, der gelernt hat zu kämpfen, um zu überleben. Sie haben einen recht eigenwilligen Stil. Ihnen geht es weniger um die Kunst des Kampfes, als um das Kämpfen. Nur um den Sieg. Was wissen Sie eigentlich über Han? Er lebt wie ein Cäsar auf seiner Insel. Er regiert wie ein absoluter Herrscher. Und Sie haben nicht genug gegen ihn in der Hand, um ihn auffliegen zu lassen? Wir sind über alles informiert, aber beweisen können wir ihm nichts. Und deshalb wollen wir Sie als unseren Mann dort einschleusen. Das ist sein Auftrag. Das Rätsel dieser Insel zu lösen. Ihr Geheimnis zu zerstören. Roper, Williams und Lee. Alle drei suchen sie ihren Weg durch Hans tödliches Labyrinth, wo sie die schöne und verräterische Tanja treffen. Mai Ling, exotisch, gefährlich. Su Ling, zart, aber mit dem Mut der Verzweiflung. Roper, Williams und Lee. In dem Augenblick, wo sie ihre entscheidende Entdeckung gemacht haben, müssen sie erkennen, dass es für sie keinen Ausweg gibt. Kein Entkommen vor Han. Roper, er war hinter dem großen Geld her. Ich mache Ihnen ein Angebot. Gehen Sie für mich als Repräsentant in die Staaten. Leute wie Sie brauche ich. Und Sie glauben, ich lasse mich für sowas anheuern? Williams, er war hier, weil er keine andere Wahl hatte. Und Lee, er hatte den Auftrag, beide lebend hier rauszubringen. Der Mann mit der Todeskralle. Die Champions der hohen Kunst des Kampfes werden herausgefordert. Sie müssen sich gegen die älteste und tödlichste Waffe behaupten. Die Körperkraft ihres Gegners. Der Mann mit der Todeskralle.